Ganz egal, ob sie noch total geschafft oder voll von Glückshormonen sind, ob es das erste oder das vierte ist, herzlichsten Glückwunsch zu ihrem neuen Kind. Heute gibt es nochmal alles Wichtige für die ersten Tage nach Geburt. Es spielt keine Rolle, ob sie im Kreissaal, auf der Wöchnerinnenstation oder zu Hause sind. Die ersten Stunden und Tage sind für das Neugeborene und die frisch gebackenen Eltern sehr wichtig. Um sie zu entlasten, helfen Hebammen, Krankenschwestern und Kinderärzte gerne bei der Beobachtung des Kindes und geben Hilfestellung, wo es notwendig sein sollte. Wenn Sie aus der Vergangenheit oder der Schwangerschaft heraus um etwaige Risikofaktoren wissen, dann zögern Sie nicht und geben uns gern Bescheid. Am allerwichtigsten direkt nach Geburt ist die Umstellung des Neugeborenen auf einen eigenständigen Kreislauf, also eine Versorgung von Sauerstoff und Nährstoffen ohne die Nabelschnur. Deshalb wird in den ersten Minuten und Stunden nach Geburt ein ganz besonderes Augenmerk vor allem auf die Atmung, aber auch die Körpertemperatur und den Blutzucker gelegt. Bei Frauen mit Risikofaktoren in der Schwangerschaft wie einer Infektion oder Diabetes oder einer Schwangerschaftsvergiftung wird auch in den kommenden Stunden und Tagen ein besonders gutes Auge auf die Neugeborenen geworfen. Absolute Warnsignale sind angestrengte Atmung, Fieber, blasse oder blaue Hautfarbe und eine schlechte Hautdurchblutung. Aber auch zunehmend gelbe Hautfarbe, mangelndes Trinkverhalten, zu große Gewichtsab- bzw. mangelnde Gewichtszunahme gehören abgeklärt, genauso wie ungeklärtes Schreien oder ein wimmerndes oder gar apathisches Kind. Die perfekte Ernährung für Neugeborene ist schon seit Jahrtausenden die Muttermilch. Bis der Milcheinschuss einsetzt, zehrt das Baby aber von seinen eigenen Reserven. Und wenn es jetzt nach 9 Monaten warmer Badewanne aus dem Fruchtwasser entstiegen ist, verliert es erstmal an Wasser und damit an Gewicht. Sollte dieser Gewichtsverlust aber mehr als 10% des Geburtsgewichtes betragen, dann empfiehlt es sich doch, ein bisschen Formularnahrung zuzufüttern für einige wenige Tage, um eine gefährliche Abwärtsspirale zu verhindern. So lange, bis der Milcheinschuss dann eingesetzt hat. Zum Einsetzen des Milcheinschusses oder bei Stillproblemen helfen die Stillberaterinnen und Hebammen aber sehr gerne. Kinder entwickeln sich wahnsinnig schnell, doch zu keinem Zeitpunkt so rasant wie in den ersten paar Monaten. Um sicherzugehen, dass alles normal verläuft, gibt es die Vorsorgeuntersuchungen. Und davon alleine im ersten Lebensjahr 6 Stück. Nach der U1 bei Geburt kommt am 3. bis 10. Lebenstag die U2. Hierbei wird nochmal Gewicht, Kopfumfang und Länge gemessen und es gibt eine komplette kinderärztliche Untersuchung mit dem besonderen Augenmerk auf die Anpassung des Kindes nach der Geburt, die Neugeborenenreflex und Fehlbildungen. Außerdem wird das Pulsoximetrie-Screening durchgeführt. Hierbei wird mit einem kleinen Lichtsensor die Sauerstoffsättigung am Fuß gemessen und damit kann man einen schweren Herzfehler ausschließen. Weiterhin gibt es zur Unterstützung der Blutgerinnung, wie bei U1 auch schon, Vitamin K-Tropfen. Und bei Kindern, wo in der Familie Hüftprobleme bekannt sind oder die aus wenig Fruchtwasser oder aus Beckenendlage geboren wurden, gibt es einen frühzeitigen Hüftultraschall. Ebenfalls wird für alle Kinder ein Hörscreening und das Stoffwechselscreening oder Guthrie-Test oder Fersenbluttest angeboten. Hierbei werden einige wenige Tropfen Fersenblut auf angeborene Stoffwechseldefekte hinweg untersucht. Wenn Sie nichts hören von diesem Ergebnis, dann ist es umso besser, das heißt nämlich, dass alles in Ordnung ist. Wichtig ist, alle diese Tests sind umsonst für Sie und freiwillig. Man weiß leider immer noch sehr wenig über den plötzlichen Kindstod oder Sudden Infant Death Syndrome, also plötzlich auftretende Todesfälle im Kleinkindesalter. Was wir wissen, spiegelt sich in den Empfehlungen zum Schlafen nachts wider. Die besagen, dass die Kinder in ihrem eigenen Bett schlafen sollen. Das ist ganz egal, ob das ein Stubenwagen ist, eine Krippe oder ein Beistellbett, aber im Elternschlafzimmer. Die Kinder sollen am besten nur auf dem Rücken schlafen, in einem der Größe angemessenen Schlafsack und nur eine Matratze im Bett haben und sonst nichts. Keine Decke, keine Kissen, keine Kuscheltiere, keine Nestchen, nur das Bett, die Matratze und den Schlafsack. Die empfohlene Temperatur im Schlafzimmer sind 16 bis 18 Grad und es ist relativ frisch. Wir wissen mit Sicherheit, dass Rauchen das Risiko für plötzlichen Kindstod deutlich erhöht. Wir wissen aber auch, dass Stillen oder der Schnuller nachts, wenn das Kind ihn dann nimmt, das Risiko für plötzlichen Kindstod tatsächlich senken kann. Schlafentzug ist nicht umsonst ein Folterinstrument. Wenn Sie also mal wieder 4 Nächte und Tage nicht geschlafen haben, weil Ihr Kind schreit und schreit und schreit oder weil Ihr Kind sich verschluckt hat und zunehmend blaue Lippen bekommt, während es nach Luft ringt, denken Sie immer daran. Nehmen Sie es niemals nur unter die Achseln und fangen Sie an, es zu schütteln, weil Sie nicht mehr wissen, was Sie tun sollen. Nehmen Sie es immer an die Brust oder auf den Arm und klopfen Sie fest auf den Rücken. Durch das unkontrollierte Vor- und Zurück des Kopfes kann es zu schweren Hirnschäden kommen.
Jetzt ist der größte Stress vorbei und Sie können bald nach Hause. Was brauchen Sie noch? Viel ist es eigentlich nicht. Es ist ein Kinderwagen und ein Babysafe fürs Auto, damit Sie sicher nach Hause kommen. Dort brauchen Sie ein Bettchen, einen Schlafsack und ein paar Windeln, gegebenenfalls noch etwas zum Zufüttern und die Vitamin-D-Tablette ab dem 10. Lebenstag, die über das erste Lebensjahr hinweg empfohlen ist, um den Knochenaufbau der Kinder zu unterstützen. Darüber hinaus brauchen Sie eigentlich nur noch eine Kinderarztpraxis, die in den kommenden Vorsorgen und bei Fragen immer für Sie da ist. Einen guten Kinderarzt erkennen Sie daran, dass Sie sich in der Praxis wohl und verstanden fühlen. Nun wünsche ich Ihnen zu Hause alles Gute. Sollten Sie noch mehr Fragen haben, besuchen Sie unsere Homepage oder schreiben Sie mir.